Hallo und guten Morgen, hier aus der Pfalz, aus Duttweiler, vom Weingut Bergdolt Reif und Nett. Ich bin der Christianett. Ich mache ein kleines Video für euch, um zu zeigen, was wir jetzt so machen, wenn wir keine Präsentationen und keine Touren und keine Verkostungsmöglichkeiten haben. Da sind wir wieder ein bisschen mehr an dem, was ich eigentlich gelernt habe, am klassischen Weinbau. Heute pflanzen wir einen neuen Weinberg, dann nehme ich euch mal mit. Das ist ein kleiner, hier zwischendrin, ein Oxavar. Das ist schön, Samstagmorgens, 7.30 Uhr hier in der Pfalz. Ich drehe mich mal ein bisschen. Leicht bewölkt, schönes Wetter, schon relativ warm. Das ist so das Schöne daran, wenn es was Gutes hat oder wenn es was Positives hat, ist es für mich das Schöne daran, dass ich einfach mal wieder das machen kann, was ich eigentlich mal gelernt habe, und das jeden Tag und ohne Stress und ohne zu wissen, Mensch, da um 3 Stunden geht der Zug, da musst du schnell nach Berlin oder nach Hamburg, mach mal, sondern ganz entspannt. Und das, was wir heute machen, das seht ihr meine Kinder im Hintergrund, mein Vater, ja, das wäre so ein Generationenprojekt, neuer Weinberg anlegen, das heißt, heute was machen, was dann in 30 Jahren immer noch da ist. Da denkt vielleicht keiner mehr an Corona oder an irgendwas, deswegen hat es auch was total Gutes. Und nächste Woche werden wir nochmal 2 Weinberge anlegen können in der Flurbereinigung in Duttweiler. Die ist aber noch nicht freigegeben, da müssen wir noch warten, bis die Behörde sagt, dass man das pflanzen darf, bis alles genau vermessen ist. Und hier bei unserem kleinen Stück hier in Fenningen, da sind wir heute schon dran. Und dann geht es die nächste Woche weiter mit dem Drahtrahmen bauen, das heißt die Stickel schlagen, die Drähte ziehen, kleine Pflanzstäbchen stecken, und dann hoffen wir, dass es gut wächst. Und